Hallo und willkommen zurück bei The Witcher. In der letzten Folge haben wir eine Nebenaufgabe gemacht, und zwar die mit dem Schmied. Den haben wir jetzt freigeschaltet, haben ein Schwert bekommen, haben bei ihm auch ein neues Silberschwert hergestellt. Und wie ihr sehen könnt, habe ich auch meine Klamotten jetzt gewechselt. Und zwar bin ich hier hingegangen zur Truhe und habe mal die Kleidung, die ich damals hergestellt habe, wo ich noch zu unterlevelt war, angezogen. Und jetzt gehen wir und schauen, dass wir alles vorbereiten fürs Finale. Ich denke, ich werde es zwar nicht machen, noch nicht, aber ich werde das mal alles vorbereiten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, bevor ich das Finale mache, Blood and Wine durchzocke. Und Hearts of Stone. Irgendwie so, ich habe doch keine Ahnung. Erstmal kümmern wir uns darum, dass wir hier bis zum Finale vorkämpfen können. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Und dann kümmern wir uns erstmal um die restlichen Aufträge, die wir haben. Und dazu zählen halt auch die DLCs. Und die dürften relativ lang auch gehen, glaube ich. Aber ist mir jetzt auch wurscht. Endlos rollt sie an die See. Der ist garantiert noch. Vielleicht einer dieser Auftragsschläger, wer weiß. Wir werden es dann schon sehen, würde ich sagen. Ist das langweilig? Yennefer, wenn ihr helft, Ciri vor der wilden Jagd zu beschützen, gewährt der Kaiser euch Amnestie. Ich hoffe, wir können dir trauen. Das könnt ihr. Was ist mit Fringilla? Das weiß ich nicht, aber ich frage ihn danach. Ihr habt kaum Hallo gesagt und schon plant ihr wieder etwas. Das liegt eindeutig in unserer Natur. Höre ich recht? Du hast den Kaiser überzeugt, sie zu begnadigen? Sofern sie uns helfen, Ciri zu verteidigen. Schwer zu glauben, dass der Kaiser sich auf so einen Handel einlassen würde. Wenn du es nicht glaubst, dann nicht. Das ist mir gleich. Wie war der Teil mit Fringilla? Triss hat mir erzählt, dass ihr sie nicht erreichen konntet. Vielleicht, weil sie im Verlies des Kaisers sitzt und Ketten aus dem Eritium trägt. Das hat Rita jedenfalls angedeutet. Woher weiß Rita das? Sie kommt doch selbst gerade aus dem Gefängnis. Bevor sie eingesperrt wurde, hat sie mit Fringilla gesprochen. Fringilla sagte, der Kaiser hätte sie zu sich zitiert. Und nach dem Treffen würde sie erklären, warum. Seitdem hat niemand mehr von ihr gehört. Ich dachte, diese Art Drama hätte sich nur bei Radovid ereignet. Das gefällt mir nicht. So war das nicht abgemacht. Wenn alles vorbei ist, muss ich ein offenes Gespräch mit dem Kaiser führen. Komm, sie warten alle auf uns. Ein offenes Gespräch mit dem Kaiser? Ja, definitiv nicht, weil ich glaube, dann bist du weg vom Fenster, Yennefer. Es sind alle da. Du warst der Letzte. Können wir Segel setzen? Lichten wir den Anker. Der König der wilden Jagd reiste mit einem riesigen Langschiff namens Nagelfar zwischen den Welten. Auf Geheiß von Gels machte der Hexer sich auf die Suche nach dem Sonnenstein, einem Artefakt, mit dem Eredin in eine Falle gelockt werden sollte. Okay, aber das sieht geil aus, das Bild gerade, ne? Muss ich echt sagen. Und ich habe das Gefühl, dass ich gerade irgendwie festhänge. Oder es ist der Ladebildschirm. Ich glaube, letzteres. Damit wäre der Aufenthaltsort seiner kaiserlichen Hoheit geklärt. Will er Skellige erobern? Er weiß doch, das sind meine Freunde. Er will dir die Inseln geben, mit Sintra und dem Rest des Kaiserreichs. Es gibt auch eine positive Seite davon. Tatsächlich?
Der Kaiser hilft uns beim Kampf gegen die Jagd. Und wir haben gerade Fringilla Vigo gefunden. Schnell, wir müssen den Sonnenstein finden. Danach haben wir auf Skellige wohl genug zu tun. Wir brauchen Fringilla Vigo hier. Könnt ihr mich auf Emirs Schiff teleportieren? Ausgeschlossen. Das ist besser abgeschirmt als die Schlafstätte des Kaisers. Wir könnten es natürlich mit Gewalt versuchen. Wir brauchen Fringilla gesund und munter. Meinst du, sie wissen, dass wir hier sind? Emirs Magier? Natürlich. Wenn die Angelegenheit mit Fringilla Vigo geklärt wäre, würden sie sie wohl in ein Beiboot setzen und rüberschicken. Sie ist durchaus nicht geklärt. Der Kaiser hat der Loge Sicherheit so gesagt. Aber Fringilla ist eine heiklere Angelegenheit. Sie ist seine Untergebene und offiziell zum Tode wegen Verrats verurteilt. Du wirst rausfinden müssen, was M hier mit ihr vorhat, sobald wir eine Möglichkeit gefunden haben, dich aufs kaiserliche Flaggschiff zu werfen. Ich gehe selbst auf das Schiff des Kaisers. Du willst schwimmen? Mit zwei Schwertern auf dem Rücken? Du wirst abgeschossen wie eine Ente, bevor du weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt, sagen kannst. Keine Panik. Er schafft das schon. Versuch es nachts. Da sind deine Chancen besser. Und wenn du an Bord bist, zeig seiner Majestät diesen Brief. Übergib den Brief nur dem Kaiser. Wir sollten ihn an sein Versprechen erinnern und daran, was er davon hat. Wir wissen doch noch nicht mal, was der Sonnenstein ist. Er wurde geschaffen, damit die Bergelfen die Schiffe der Enelle herbeirufen konnten. Jetzt ist er nur noch ein Symbol für die vertane Chance, die beiden Stämme zu einen. Was? Ihr kennt tatsächlich alle die Geschichte von Gealphan und Dilian von der Weißen Flotte nicht? Ich wüsste lieber, ob wir den Sonnenstein verwenden können. Du? Nein. Ich? Natürlich. Mit ein klein bisschen Hilfe von den Zauberinnen. Von denen sich einige unter Deck übergeben, während andere weiterhin unerreichbar sind. Bitte erzähl's uns. Ich liebe Elfenlegenden. Gealphan war ein Wissender des Erlenvolks. Er verliebte sich in eine Elfin der Enseide, Dilian. Doch sie verschmähte ihn. Geralt hat gescherzt. Zu spät. Schadet nicht, wenn ihr es wisst. Am Tag, als die Weiße Flotte Segel hissen sollte, gab Gealphan Dilian ein Geschenk. Den Sonnenstein. Er glaubte, Dilians Herz würde sich eines Tages erwärmen. Und wenn ihr Verlangen nach ihm erwachen würde, sollte sie ihn mit dem Sonnenstein zu sich rufen. Auch wenn er Welten entfernt sein sollte. Klingt vielversprechend. Hoffen wir, dass wir mehr mit dem Sonnenstein anfangen können als die Elfin. Der Sonnenstein ist auf Skellige? Woher wissen wir das? Aus Legenden. Elfenlegenden. Er liegt, wo vor Jahrhunderten die Weiße Flotte gelandet ist. Also irgendwo auf irgendeiner der Inseln. Herrlich. Moissac, ich rede mit ihm. Weißt du, wo er ist? Ich frage beim Hafen. Da liegen Krachs Langschiffe vertollt. Ich bin weg. Viel Glück. Okay, hier haben wir was. Kaiserliche Majestät, gestattet mir, euch daran zu erinnern, dass unser Arrangement sämtliche Zauberinnen betrifft, die sich an jedem riskanten Unterfangen beteiligen wollen. Dessen glücklicher Ausgang uns so wichtig ist. Nachdem es mir bereits gelungen ist, viele Mitglieder der Loge zu versammeln, fällt es mir schwer zu glauben, dass ihr Fringilla Vigo verweigern wollt, zu unserer Gesellschaft zu stoßen. Ich verstehe, dass ihr aufgrund von persönlichen Faktoren nicht geneigt seid, euch von eurer Untergebenen zu trennen. Doch versichere ich euch, dass unsere Interessen dazu nicht im Widerspruch stehen. Ich verspreche, dass ich mich an die Bedingungen unserer Abmachung halten werde, obwohl sie mir Opfer abverlangen und mich in die unvorteilhafte Situation bringen. Ich bitte höflichst, doch mit höchstem Nachdruck darum, dass ihr Fringilla freilässt. Mit allem Respekt, Yennefer. Schon gut. Hör auf damit. Du machst es. So. Wolf, hast du gesehen?
Die schwarzen Hunde in ihren mickrigen Schüsseln. Sie kläffen und hoffen, dass wir uns fürchten. Ich hab sie gesehen. Wo ist Moissac? Bei Lugus. Dem ist ein Ankret auf dem Thron ein Stachel im Arsch. Erst recht jetzt, wo er die Schwarzen gesehen hat. Der Druide redet ein Wörtchen mit diesem zurückgebliebenen Tropf. Ich werde Moissac aufsuchen. Muss mit ihm reden. Geh. Und wenn du diesen Sausack Lugus siehst, dann sag ihm... Ah, besser nicht. Der Druide macht das schon. Leb wohl. Anna! Okay, jetzt brauche ich einen Reisepunkt. So, einfach mal hier lang. Hast du ihn denn die Frage ist, geschlagen? Kämpfen wir jetzt halt gegen eine, kämpfen wir jetzt in einem Krieg? Und wahrscheinlich hilft uns jetzt wohl doch die Schwarzen gegen die wilde Jagd. Stirbt der Kaiser dort? Oder nicht? Das ist die Frage jetzt, ne? Du willst mich doch verarschen. Naja, wir haben auf jeden Fall in Skellige tatsächlich noch einiges zu tun. Zum Beispiel haben wir, glaube ich, hier noch einen Druidenauftrag oder so. Pass bloß auf, Fremder. Ja, ich pass doch auf. Schneller. So, hier. Hört's. Schauen wir mal, dass wir jetzt einfach zu dieser Mission kommen. Sprich mit Moissac. Der muss uns wahrscheinlich sagen, wo zum Geier der Sonnenstein ist, richtig? Okay, da sind sehr viele Monster hier unten. Das ist nicht dein Tag. So, jetzt ab. Jetzt sollten wir uns auch nicht an jedem Rand entlangschleifen. So, fast da. Okay, wir sind doch wieder am Rand. So, Banditenlager war dort. Warum zum Geier wolltest du jetzt nach unten gehen, Plötze? So. Kein Reisepunkt? Na egal. Klettern wir einfach hoch. Ich glaube, ich hätte eine Plötze hochleiten sollen. Wäre mal schneller gewesen. Aber dann gehen wir zu Fuß hoch. Ist bestimmt auch kein Problem. So. Haben wir hier jetzt aber einen Reisepunkt. Ja, haben wir. Die Priesterinnen sind furchtbar sauer auf dich. Freunden zeigen wir das Herz, feilen ihnen die Angst. Merkt ihr das? Okay. Respekt vor unseren Bräuten und diese Hexe Yennefer auch nicht. Was will Kraft denn noch? Ich kniee nicht vor einem Ankret nieder, niemals. Ist das klar? Du hilfst lieber den Schwarzen? Pfah, eher würde ich den verdammten Erscheinungen von Murhoc helfen, als Krach die Skellige regieren zu lassen. Und deine Männer, was sagen die? Folgen sie dir, wenn die Jarls dich einen Verräter nennen? Das hier ist mein Land, Druide. Hüte deine Zunge. Wie nennst du es denn, wenn nicht Verrat? Ist das dein Gebell, bevor du beißt? Sollt ihr Krach meinen Kopf bringen? Nur zu, versucht doch ihn zu kriegen! Auf sie!
Ich reiß dir die Nüsse ab, du Male! Naja, dann halt nichts. Schon mal gegen einen Hexer gekämpft? So. Komm, wir sollten hier nicht bleiben. Ach, ich hab den Typen schon besiegt. Tod gegen Tod. Ja, Lucas, der Iris jetzt da down. Egal. Ich glaube, egal was ich gesagt hätte, er hat mich trotzdem angegriffen. So. Mir! Er gehört mir! Nicht gut. So. Warum mit dir, Kumpel? Naja, was soll's. So. Komm. Komm, mal sag. Komm, wir sollten hier nicht bleiben. Ja, Gott dann. Ja, dann. Dann müssen wir hier auch nach unten wahrscheinlich gegen Krieger kämpfen, hä? Okay, der macht nix. Komm her. Komm, wir sollten hier nicht bleiben. Und wann reden wir, bitte? Jetzt ab. Nun, Geralt, ich sehe, dass kein Streit in Skellige ohne dich auskommt. Gemein und unwahr, Moissac. Mir scheint, ich habe sogar einige verpasst. Krachs Abkömmling sitzt auf dem Thron. Und das ist dein Werk. Ich fürchte, du hast einen kleinen Bürgerkrieg losgetreten. Seit Ewigkeiten hatten die Skelliger im Kampf um die Krone ihr Blut vergossen. Das war dort so üblich und nur eine Frage des Ausmaßes. Doch das blutige Bankett auf Kaer Trolde war anders. Es war unehrenhaft und verräterisch und musste aufgeklärt werden. Einmal mehr Hexerarbeit. Arbeit, die in der Krönung der neuen Königin von Skellige gipfelte. Der Clan Drummond wird wohl früher angreifen als erwartet. Hat Krach dich nicht geschickt, um eine Einigung mit Lugos zu erzielen? Einigung? Nur Krach hat geglaubt, dass die jetzt noch möglich wäre. Dann habe ich dir die Tour nicht vermasselt? Diesmal nicht. Lugos Tod wird einiges ändern. Sein Vetter, der jetzt Jarl wird, ist ein schwacher Anführer und dumm dazu. Dieser Krieg beginnt bald und noch schneller wird er vorbei sein. Aber warum bist du nach Skellige zurückgekehrt? Kommt Ceres einigermaßen zurecht? Die hätte das Zeug zu einer exzellenten Königin, wenn sie nur aus dem Schatten ihres Vaters treten würde. Jeder außer Lugos hat ihr Unterstützung zugesagt. Aber sobald die kaiserliche Flotte am Horizont erschien, hat der Jarl die Dinge selbst in die Hand genommen. Und Hjalmar?
Der Knabe hat dreimal die kaiserliche Flotte überfallen. Dreimal gegen Krachs Willen, dreimal ging's schief. Und er findet trotzdem Freiwillige für das nächste Mal. Ja, das ist Hjalmar. Hör zu, Moissac. Weißt du etwas über den Sonnenstein? Der Legende nach ist er irgendwo auf Skellige. Erst die Maske von Ouroboros, jetzt der Sonnenstein. Die Monster können aufatmen, da du Schatzsucher geworden bist. Die Ensei der Elfen haben mich noch nie interessiert. Aber dieser Skalder Eivind, der könnte dir helfen. Hat mir mal was von unzugänglichen Höhlen oder Ruinen oder so erzählt. Wo finde ich ihn? Heute? Zweifellos in Arimjong. Du könntest auch die Perlentaucher Erling und Matthias Fischlung fragen. Die jagen derzeit am Ostende der Bucht. Fischlung? Interessant. So nennt man ihn. Kann stundenlang am Stück tauchen. Niemand weiß, wie er das macht. Aber ich habe einen Verdacht. Du magst ihn nicht besonders? Nichts Persönliches. Ich konnte schon seinen Vater und seinen Großvater nicht leiden. Danke für deine Hilfe. Eins noch, Geralt. Die Vorfahren von Matthias und Erling hätten diese Ruinen schon vor Zeiten geplündert, wenn sie nicht durch irgendeine magische Barriere geschützt wären. Nimm eine Zauberin mit. Zweifellos hast du mindestens eine dabei. Sogar eine ganze Sammlung. Ja, mögen die Götter sich unser erbarmen. Komplize. Heya! Sag's dem Jarl, der ist zuständig. Reiten wir da lang. Plötze, geradeaus sollst du reiten. Deine Mutter hat dich rausgeschissen. Jetzt hol dich das Grab zurück. So. Level 14, Banditen. Also ich kann die Waffe direkt wieder rausschmeißen. Die schon wieder fertig sind. Ehre allen Helden! So. Verdammt. Blöde Nordling! Jetzt hat. So, Plätze. Schneller. Wir müssen darüber und mit den Leuten reden, wegen dem Sonnenstein. Oh, wo willst du hin? Naja. Hauen wir einfach mal auf den Putz. Ich denke tatsächlich, dass es hier zum Krieg kommen wird gegen die Schwarzen. Ich hoffe, er ist vermeidbar, aber... ich vermute irgendwie nichts. So. Langsam. Lass mich runter, Plötze. Danke für die Hilfe, Plötze. So. Jetzt nicht.
Suchst du nach Nilfgaards Flotte? Flotte? Ach ja, da war was. Nein, ich habe Wichtigeres zu tun. Nach meinen Berechnungen ist es heute soweit. Gevorg, der legendäre Weiße Wal, durchzieht die Gewässer der Skellige. Darauf warte ich schon mein ganzes Leben. Was ist denn das für ein Wal? Er soll erscheinen, wenn Geister aus dem Himmel in die Wellen fahren, wenn die Schlange den Zorn des Ozeans weckt und ein Eismonster eine Insel verschlingt. Ich werde der erste Barde sein, der eine Ballade über ihn komponiert. Die Legenden erwähnen aber keinen Fluch der schwarzen Sonne, oder? Schwarze Sonne? Was meinst du denn damit? Schon gut. Halten wir gemeinsam nach Gevorg Ausschau. Und du erzählst mir, was du über Elfenruinen auf Skellige weißt. Ich habe mal von einer Höhle gehört, die niemand betreten kann. Das ist doch gut so. Sonst wäre sie längst geplündert, wie all die anderen. Eivind! Was? Ich wollte dir versichern, dass ich mich in der Höhle nur umsehen will. Recherche. Nachforschungen? Ich schreibe eine geschichtliche Abhandlung über die Enseide. Unter Anleitung von Moissac. Moissac? Der hat sich noch nie um die Bergelfen geschert. Du bist durchschaut, Verschwörer. Und wenn du mich in Stücke reißt, von mir erfährst du nichts über die Höhle. Ach, Kacke. Ich wollte schlau klingen. Naja. Was soll's? Beweg dich! Ich glaube, ich hätte jetzt schon sehr viel über die Höhle erfahren können, wenn ich nicht den falschen Ding gewählt hier. Ich hab dich im Blick. Das nennst du laufen? Aha, ich weiß, wo wir sind. Naja. Ich hoffe, die können mir ein bisschen was erzählen, die anderen hier, den Perlentaucher. So, fahren wir einfach da lang. Ich glaube, ich habe gerade angegriffen. Kommt. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Das muss das Boot der Perlentaucher sein. Ich komme nicht drum herum. Ich muss tauchen. Er heißt nicht umsonst Fischlung. Hey, ich würde gern tauchen. Hallo. Game. Lass du mich mal tauchen? Ich drück die ganze Zeit Viereck.
Nö, es macht gerade echt nichts. Ist jetzt im Geil, kann ich hier nicht tauchen. Game. Muss ich jetzt echt schon wieder Spiel laden? Der König der wilden Jagd reiste mit einem riesigen Langschiff. Ich habe jetzt Ding gemacht wegen dem Kack hier. Auf Geheiß von Gels machte der Hexer sich auf die Suche nach dem Sonnenstein, einem Artefakt, mit dem Eredin in eine Falle gelockt werden sollte. Moment, ich kann's, wenn wir schon hier sind. Können wir es vielleicht so machen? Moment. Wenn wir ihn schon haben. Der wilden Jagd reiste mit einem riesigen Langschiff namens Nagelfar zwischen den Welten. Vielleicht können wir uns das mit den Tauchern ja sparen. Auf Geheiß von Gels machte der Hexer sich auf die Suche nach dem Sonnenstein, einem Artefakt, mit dem Eredin in eine. Hey! Obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass er wahrscheinlich trotzdem Nein sagen wird. Jetzt suchst Flop nach meiner. Machen wir einfach alles nochmal. Wir haben es ja schon gehört. Die schwarz. Schon. Halten wir. Ich hab. Das ist. Ha! Ich sehe dir an, dass ich recht hatte. Und dich habe ich für einen Plünderer gehalten. Ich will mich nur in der Höhle umsehen. Nachforschungen. Nachforschungen? Ich schreibe einen Abenteuerroman und sammle Material dafür. Du willst also die Ankunft der Weißen Flotte aufschreiben? Famose Idee. Wenn du vielleicht meine Übersetzung des Liedes von Gealpan und Dilian verwenden könntest. Gerne, gerne. Also, wo ist diese Höhle? Du musst von Kaer Trolde nach Osten segeln. Die Höhle ist in einer Bucht. Man kommt nur vom Meer aus ran. Bis dann und viel Glück mit dem Weißen Wal. Der zeigt sich heute. Ich weiß es. Ja, da bist du schon zu spät, Kumpel. Okay. Dann würde ich sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge sprechen wir mit Yennefer. Ciao. Euer Gladius.